Hallo, hier ist Matthias Mann. In diesem dritten Video, wo es um Bitcoin-Irrtümer geht, möchte ich folgende Behauptung durchleuchten. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, der Bitcoin ist anonym und deshalb gefährlich, weil man damit ja kriminelle Dinge machen kann. Ja, muss ich sagen, ist kompletter Irrtum. Komplett falsch, weil der Bitcoin ist ja eine digitale Währung und damit das alles irgendwie funktioniert, muss irgendwo mit Hilfe von Computerdateien gearbeitet werden. Das heißt, es muss irgendwo abgespeichert worden sein, was ich mit meinem Bitcoin gemacht habe, wie viele da noch sind und unter welcher Adresse die liegen. Das sind so eigentlich die wesentlichen Punkte. Und ja, wenn ich jetzt mit meinem Bitcoin etwas bezahlen möchte, also das heißt eine Transferierung von A nach B unternehme, dann werden die Rechner, die da diese Transaktion verarbeiten, Folgendes tun. Sie werden in die Blockchain gucken. Das ist eine riesige mehrere Gigabyte große Datei. Und in dieser Blockchain stehen sämtliche Transaktionen drin, die jemals mit Bitcoin getätigt wurden. Und wenn ich jetzt eine neue Transaktion mache, wird die da auch mit reingeschrieben. Und dann steht da auch meine Bitcoin-Adresse mit drin. Und es steht auch mit drin, zu welcher anderen Bitcoin-Adresse das Bitcoin transferiert wurde. Und ja, was ist daran anonym, frage ich euch. Jeder Programmierer, der ein bisschen Ahnung hat, wie man Dateien öffnet und editiert, der kann sich diese Blockchain besorgen. Sie sind möglicherweise, das kann sein, die Blockchain an sich ist wahrscheinlich, denke ich, verschlüsselt. Aber wenn man weiß, wie der Bitcoin programmiert wurde, dann kennt man auch den Verschlüsselungsmechanismus. Ich denke, es ist definitiv sehr leicht möglich, wenn man weiß, wie das geht, eben diese Blockchain in einer Textdatei zum Beispiel zu haben oder mit einer Software wahrscheinlich noch einfacher auszuwerten. Und wie gesagt, man kann da reingucken und man wird exakt sehen, was du alles in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren mit deinem Bitcoin bezahlt hast und von wem du empfangen hast, etc. etc. Also wo ist das jetzt anonym? Möchte ich mal wissen. Ich kann es euch sagen, es ist definitiv nicht anonym. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, diese Info, und eine schöne Zeit wünsche ich euch noch. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.